In diesem Video zeige ich euch, wie ich Schnitzel in Panko Paniermehl paniere und dann mit einer leckeren Jägersoße serviere. Und dazu gibt es frittierte Kartoffelecken. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Während die Zutaten schon mal hier durchlaufen, der Hinweis: Alle Zutaten können wie immer unter dem Video nachgelesen werden. Ich habe wieder mit selbstgemachtem Butterschmalz gearbeitet. Wie ihr Butterschmalz selber machen könnt, das seht ihr in diesem Video hier oben. Als erstes werden die Champignons in Scheiben geschnitten. Ich empfehle, die großen zu halbieren und dann in Scheiben zu schneiden. 800 Gramm Champignons, das sieht dann in der Schüssel gleich sehr viel aus. Aber ihr wisst vielleicht selber, Champignons laufen auch ganz schön ein. Nachdem die Champignons alle geschnitten sind, werden die Zwiebeln in feine Würfelchen geschnitten und dann die Petersilie fein gehackt. Von einem 1 Kilo schweren Schweinerückenstück habe ich als erstes mal die ganz fetten Teile abgeschnitten und in einem Topf schon mal ausgelassen. Kleiner Exkurs, das waren die sogenannten Parüren und der Vorgang selber nennt sich Parieren. Aus dem parierten Schweinerücken habe ich dann 4 Schnitzel geschnitten, die jeweils ca. 170 Gramm schwer waren, die ich dann mit der Stegerseite des Fleischklopfers geklopft habe. Und hier wieder der Hinweis, bitte, bitte, bitte spart euch das Plastik, der Umwelt zuliebe. Denn wenn ihr die Schnitzel mit Plastik erst abdeckt und dann klopft, dann braucht ihr auch überhaupt nicht die Stegerseite nehmen, dann bekommt ihr nur platte Schnitzel, die aber zäh werden. Mit der Stegerseite werden die Fasern zerkleinert, also auch zerklopft, und das macht das Fleisch butterzart. Und jetzt schaut mal, was das für schöne große Schnitzel geworden sind, die nicht zerfetzt sind. Alle Schnitzel werden jetzt von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und dann kann es auch schon an die Soße gehen. Für die Soße wird als erstes mal Butterschmalz erhitzt und in dem geschmolzenen und heißen Butterschmalz werden dann die Zwiebeln erstmal glasig gedünstet. Aufpassen, sie sollten nicht verbrennen, sondern wirklich nur glasig werden. Gegebenenfalls die Hitze etwas reduzieren. Und dann kommen auch schon die Champignons hinzu. Die Champignons werden zunächst erstmal mit etwas Salz angebraten. Champignons enthalten viel Flüssigkeit, die darf durch die Hitze und das Salz jetzt erstmal entweichen. Dadurch bekommen wir einen konzentrierten Geschmack in die Champignons. Jetzt schon mal Tomatenmark und Knoblauchmus hinzu und alles gut verrühren. Und an meine Jägersoße kommt immer ein kräftiger Schluck Weißwein. Zum Kochen mit Wein empfiehlt sich im Übrigen immer trockener Wein. Und jetzt kommt ein kräftiger Geschmacksträger dazu, Speck. Da gleich noch Sahne dran kommt, die ja noch fett genug ist, habe ich mageren Speck genommen, also in Speckwürfel geschnitten. Und dann fülle ich alles mit der Rinderbrühe und der Sahne auf. Da ja jetzt noch die Schnitzel gebraten werden müssen, kann die Soße in der Zeit einreduzieren. Die Schnitzel werden im Übrigen in der üblichen Panierstraße paniert, also Mehl, Ei, Paniermehl. Und ich habe dieses Mal Panko-Paniermehl genommen. Das müsst ihr unbedingt mal probieren, denn durch Panko-Paniermehl werden die Schnitzel wunderbar kross außen, aber innen drin sind die butterzart. Die Schnitzel werden dann in reichlich Fett gebraten. Ich nehme im Übrigen immer eine Mischung aus Butterschmalz und Speiseöl. Und wenn dann alle Schnitzel nach und nach gebraten sind, wenden wir uns nochmal der Soße zu, denn ganz zum Schluss kommt jetzt die frisch gehackte Petersilie dazu. Jetzt noch die Kartoffelecken frittieren. Ihr könnt natürlich auch Pommes oder Bratkartoffeln oder sonstiges dazu nehmen. Und dann kann alles angerichtet werden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und lasst es euch schmecken. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.